Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals wieder sagen darf, aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transportfieber Staffel 2. Wer hätte das gedacht? So, ja, es geht wieder los. Wir Spielstand Schweiz, was ist das denn? Nee, nee. Wir machen ein freies Spiel, heißt es. So. Und zwar Mods. Habe ich nämlich ein paar runtergeladen. Nicht nur ein paar, sondern sehr viele. Außerdem keine Kosten mit, den machen wir nicht. Genau, speichern. Und dann machen wir Karte 1 zu 3. Flach will ich. Ist einfach, weil sonst will ich nicht. 1980 habe ich mir als Starter gemacht und als Generator machen wir mein. Ne, machen wir das beste Jahr aller Zeiten. Kann man auch komplett schreiben. Dann schreiben wir es dazu. Zeiten. Und damit drücke ich jetzt auf Start. So, mir fällt's reden ein bisschen schwer. Irgendwas habe ich an der Lippe oder ne, so ein Zahnfalten Unterlippe irgendwie. Das tut sau weh beim Reden, beim Essen und bei allen. Du Scheiße, was ist das denn für eine Map? Fangen wir den hier an. Achso, die Folgen gehen ungefähr 15 Minuten. Ich muss meine Stoppuhr starten, so wie früher. Das wird wie früher das. Wow. Da ist er. Fortsetzen. So. Fangen wir in der Mitte an und fangen wir an eben Ende an. Puh. Ich habe nur ganz viele Mods reingemacht, ne? Ich hab wirklich richtig. So scheiße. Ich sehe den Geldbetrag da unten, ne? Ich habe richtig viele Mods reingemacht. Wie Schmalspurbahnhöfe und Bushaltestellen, Buchten und Züge und Untergrundbahnhöfe irgendwie. Ja, guck mal, richtiger U-Bahn-Bahnhof. Ist das oben Cut Station? Dann irgendwelche Kreuzqueren hier, moderner Regionalbahnhof. Da ist nix. Und da die Cargo-Dinger. Da hier ist Kreuzungen mit Eisenbahn. Schon fertig sozusagen. Tram, Bus, Tram und sonst. Also, ich hab ganz viel Zeug. Wir können ja uns richtig austoben. Aber trotzdem müssen wir versuchen, Geld zu machen. Ich würde sagen, wir fangen. Wo fangen wir denn an bei so einer Map? Wollten wir so eine längliche Map machen? Kann man ein paar Schnellzüge fahren lassen. Fangen einfach mal an, wir bauen eine Eisenbahnlinie, dass die so geht. Ne, halt, was ist die größte Stadt? Wo ging denn das? Da? Ich muss da erstmal reindenken, ja. Weitersbach. Okay. Das ist die größte Stadt. Na, fangen wir halt hier an. Das war doch Weitersbach, oder? Hallo, Stadtname? Gut angezeigt, oder was? Ich check das Spiel nicht mehr. Weitersbach. Genau. Dann bauen wir einfach eine Verbindung auch hier jetzt mal. Okay, Stadtname angezeigt. Ist irgendwie komisch. Na gut. Na gut. So. Wie war das denn eigentlich, dass man laufende Lieferproduktion immer mit Train Station flexibel? Ich will ganz normale Train Station. Gibt's doch noch keine, hä? Ja, machen wir erstmal einen normalen Bahnhof. Können wir mal was drehen? Guck mal. M. Mit M. So. Und bauen wir einfach mal ein Gleis dorthin.
Das ist Schmalzbrotgleis. Uhr passen. So. Mei, mei, mei. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mal da das spielen werde, aber ich hatte letztens so richtig Lust drauf bekommen. Wo macht denn da eigentlich immer so Kirchenburgen? So, hier müssen wir noch einen Bahnhof hinbauen. Ach, ich hab gerade noch keine Ahnung. Ich baue das erstmal zu. Aber ich möchte ja, was ist das denn? Hochgeschwindigkeit, zweiter Straßenanschluss. Kann man alles noch umbauen. Und Hochgeschwindigkeit. Anwenden. Okay. Mittlere Straße ran. Und noch einen Lokschub hin. Uha, was habe ich denn hier noch? Guck mal, parallel Gleise. Kompakter Tunneleingang. Ist ja cool. Unterirdische Gleise. Ist auch cool. 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 Okay. Und ja, was ist da noch? Cargo-Container-Station. Oh, ist ja cool. Okay, ich wollte aber eigentlich nur mal einen Lokschuh bauen. Ach, das ist Schmalspur. Nee, mit Zug. So. Ne, erstmal Linie erstellen. Von hier nach hier. Und da, jetzt mal sehen, was ich für Züge habe schon. Jedenfalls, können wir mal Triebwagen gucken. Warum kann ich die in den Straßenbahn fahren lassen? Huh. Okay, ja, schicke Lokomotiven. Und ja, elektrisch so zur Verfügung stehen. Was haben wir denn im Passagierwagen? Kann man zusammenrechnen? 1, oder kann man mit zwei solchen Triebwagen besser? Die fahren 125. Ach, weißt du was? Kaufen da gleich mal 2 Stück. Irgendwo hier in der Mitte. Ja, ist eine ganze Mitte. Bauen wir noch sowas hier rein. So. Alle auf die Linie 1 zugewiesen. Müssen wir noch Signale bauen. Ich hier noch? Ne, okay. Okay. Unser erster Zug. Bin begeistert. So, aber das ist ja nicht alles, wir müssen ja den Stadtverkehr organisieren, ne?
Wie war denn das jetzt? Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Geschwindigkeit, okay. Ja. Das wollte ich. Schien hier noch. Okay. Brauche auf jeden Fall mal ein Straßenfahrzeugdepot. Und normale Haltestellen. Truckstop. Einfach eine Ringbuslinie machen oder so, ja? Oh, guck mal. Wie immer, es gibt... Ah ne, ich habe noch gar keinen Bus zugeteilt. Ich hatte immer das Glück, dass ich, sobald ich irgendwas Neues gekauft habe, gab's neue Sachen. So, ja, ne, das passt. Also, du mal eine Linie erstellen. Okay, das geht anscheinend nicht. Da muss ich ja wirklich eine Haltestelle machen. Schade eigentlich. So, so, so. Können wir gleich so zurückfahren lassen. Toll. Linie 2. Dann kaufen wir uns ein paar Busse. Cool, was hab ich denn für Busse mit Anhänger? Das ist ja mal extrem lustig. Aber ich denke mal, so ein kleiner Bus reicht ja, oder? Oder? Komm, nimm den Hochsitz, das sieht lustig aus. 1, 2, 3, 4, 5. Sehen wir, was wir für einen Takt haben. 7, 8 Sekunden sollte doch eigentlich passen. Wie sieht denn da aus, der Bus jetzt? Das hab ich ja auch noch nie gesehen. Also der Busfahrer sitzt ja oben. Ey, what the fuck? Was ist das? Gab's sowas echt mal? Wenn es das in echt gab, wo? Und zu Hänger sollte man sich so hochsetzen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Braucht man eine Haltestelle an. Geht denn hier ab? Nimm mal ein paar Fahrgäste mit. Jetzt. Cool. Okay. Sieht's hier aus? 0 von 64. Müssen wir der Werbeltrommel noch ein bisschen kurbeln dafür. Und vor allen Dingen müssen wir hier... Ich verstehe die Geldzahl irgendwie. 7,48, okay. Wo war das jetzt? Bus. Da. Nee, das ist Bus. So.
Und so. Ich denke mal, das sollte reichen. Und danach gucken wir mal, welche Güterlinien oder wo Güter laufen, damit wir dort die Fahrten übernehmen können. Bevor wir ganz pleite sind. Straßenfahrzeuge kaufen, was machen wir hier? Guck mal, was sind 13 Leute ran? Ist relativ günstig. Ne, nehmen wir den. 1, 2, 3, 4, 5. Linie 3. Sollen wir das für Takte insgesamt? Geht. Sie sind noch nicht die neuesten Fahrzeuge, aber okay. So. Güter. Ach, das ging ja gar nicht mehr. Das war doch bei Trainfever so, oder? Das ist ja keine Produktion. Die produziert doch nichts. Hä? Ist natürlich blöd. Dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Neue Folgen gibt es immer Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, wenn alles klappt. Also, bis Donnerstag. Tschüss.